Ich bin der Callcenter-Crasher und trete mit dem heutigen Mittwochsvideo den Beweis an, dass Betrüger immer wieder an ihrer fehlenden Sozialkompetenz scheitern. Jeder Verkäufer weiß, dass er freundlich sein muss, um einen erfolgreichen Abschluss zu erreichen. Nicht so diese Gestalten. Welcher normale Kunde würde sich so ein Verhalten gefallen lassen? Nach dem Intro könnt ihr hören, wie die mangels Freundlichkeit und der schlechten Leitung immer wieder scheitern. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo? Redest du mit mir? Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Siebeleicher. Ja, das ist richtig. Siebenreich ist mein Name. Ja, mein Name ist Maria und ich habe Ihnen angerufen wegen einer Anmeldung, die Sie über Online-Investition gemacht haben. Ist das richtig? Ich verstehe Sie leider nicht. Die Musik ist so laut. Ich habe Ihnen angerufen wegen einer Anmeldung, die Sie über Online-Investition gemacht haben. Ist das richtig? Ja, ich weiß ja nicht, von welcher Firma rufen Sie denn an? Von deutscher Börse. Die deutsche Börse ist ja keine Firma. Wie heißt denn Ihre Plattform? Hallo? GCM Pro. Bitte wie? GCM Pro. Augenblick, das muss ich da mal aufrufen. So, können Sie es doch mal buchstabieren? Gustav? Hallo? Kann ich Ihnen alles erklären? Erstmal und dann Nee, können Sie jetzt. erstmal möchte ich Ihre Seite wissen. Okay. Die Seite ist GCM Pro. Können Sie es bitte buchstabieren mit, das ist schlecht zu verstehen, weil die Musik so laut ist. G. Geh wie Gustav. Ja, Geburtstag. G. Ja? C. Wie was? C. C wie Charlie? Cäsar. Ja, weiter. M. An Wie wie Montag. Martha, ja. P. Bitte was, wie was? P. Nochmal Cäsar oder was? P. Machen Sie doch bitte mal die Musik laut. Ich verstehe Sie kaum. P. Verstehen Sie mich jetzt? Die Musik ist immer noch so laut. Können Sie bitte mal die Musik ausmachen? P, Herr P. Machen Sie doch bitte einfach mal die Musik aus. Können Sie mich jetzt hören? Nein, die Musik, es ist sehr laut bei Ihnen. Hallo? Und jetzt? Die Musik, es ist immer noch sehr laut. Können Sie mich jetzt hören? Sie müssen nicht schreien, der Hintergrund, Hintergrund ist so laut. Kann ich nichts dafür machen? So, P. P wie Paula. Ja, wie Paula. Ja, dann sagen Sie es doch so, ist doch einfacher. Also, Gustav, Cäsar, Martha, Paula und weiter? Er wie Regen? Ja. R wie Regen, Regen. Noch ein R? Also zweimal R. No, nein, nur einmal. Ja, Sie haben es zweimal gesagt. Ich dachte, ihr habt mir nicht verstanden. Doch, also. Und noch Gustav. ein O. Ja. Genau. Und dann? Das ist alles. Nee, GCM Pro ist keine. Da muss ja eine Ja. Datei, da muss ja eine Dateiendung hinter sein. Also .de, .com, Bunkom. .com. Gut, dann schaue ich mir das mal an. So, Augenblick. So, Augenblick. Oh,
Die ist zu verkaufen, ihre Domain. Ja, Kryptowährungen, Forex, die Bitcoin. Verstehen Sie meine Sprache? Ich sagte gerade, die Domain ist zu verkaufen. Da gibt es keine Inhalte. Das ist eine Verkaufsseite. Nein, nein, da können Sie alles sehen. Nein, kann ich nicht. Das ist eine Verkaufsseite. Warten Sie bitte kurz. Worauf? Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Ist noch jemand da? Hallo? Sind Sie stumm? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Sind Sie eingeschlafen? Also zum Telefonieren gehört, dass beide Leute reden. Haben Sie den Lehrgang Telefonieren für Anfänger verpasst? Wissen Sie gar nicht, wie Telefonieren funktioniert? Ich bin wieder da. Wir haben Sie es geschrieben nochmal? Ja, so wie Sie es buchstabiert haben. Nochmal, sagen Sie es zu mir. Wissen Sie selber nicht mehr, was Sie buchstabiert haben? Nein. Wissen GTM Sie nicht? Pro, ja, aber nicht .com, aber .io. Ach, siehst du, haben Sie es mir falsch buchstabiert. Oder was? Nein, habe ich nicht. Doch, bei .com gibt's ja nicht. .io. Ja, das ist ja nicht .com. Ja, Entschuldigung. Das ist also haben Sie es doch falsch buchstabiert. Ja, doch falsch buchstabiert. So. Jetzt sehe ich Ihre Seite. Hallo. Haben Sie es geöffnet? Ist Ihr Telefon kaputt? Ich höre Sie zwischendurch immer gar nicht mehr. Ist Ihr Telefon kaputt? Können Sie mich jetzt hören? Ja, jetzt höre ich Sie. Gut. So, haben Sie es... Bitte? Gefunden? Das sagte ich haben bereits. Sie es gefunden? Das sagte ich bereits. Was sagten Sie? Dass ich es gefunden habe. Hören Sie schlecht? Ja, ich höre schlecht. Ja, das liegt an der Musik, die so laut ist. Ja, vielleicht. Ja, bestimmt sogar. Ja, ja. Genau. So, und nun? So, Sie wollten die Seite sehen? Die sehe ich doch bereits. Ja, gut. Haben Sie Fragen? Was soll ich denn dafür Fragen haben? Ich sehe Ihre Seite. Weswegen rufen Sie denn jetzt genau an? Ja, gut. Ich wollte das erklären. Und ich wollte... erstmal die Seite sehen. Ja, dann erklären Sie doch mal, was kann ich machen? So, gut. Gut. Okay. Gut. So, ich wollte erstmal fragen, ob ihr vielleicht Erfahrungen an Onlinehandeln habt. Ihr? Wer ist denn ihr? Haben Sie Erfahrung, ja oder nein? Ach, Sie meinen mich und ich, ihr sagt ja, Sie wollen mit mehreren Leuten sprechen. Ich bin eine Person alleine. Also, ihr ist falsch. Schauen Sie View-Plattform auf die Plattform? Ja, das habe ich bereits gesagt, ja. So, was bieten Sie denn jetzt an? Die Idee und die Logik ist sehr einfach. Die bitte was? Hallo?
Können Sie mich jetzt hören? Ja, zwischendurch immer nicht. Ich glaube, Ihr Telefon ist kaputt. Zwischenzeitlich höre ich Sie gar nicht. Da höre ich auch die Musik im Hintergrund nicht mehr. Oder schalten Sie Ihr Mikrofon aus? So. Das war eine Frage. Das war eine Frage. Schalten Sie zwischendurch... Darf ich bitte mal ausreden? Schalten Sie zwischendrin immer Ihr Mikrofon aus oder was machen Sie da? Ich schalte. Können Sie mich jetzt hören? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Ja, jetzt, die Verbindung ist schlecht. Dann beantworten Sie bitte meine Frage. Wie war die Frage? Ob Sie zwischendurch Ihr Mikrofon immer ausschalten? Nein. Ja, warum höre ich... Geräusche. Ja, genau. Geräusche. Es ist sehr laut bei Ihnen. So. Ich wollte Ihnen erklären, wie das funktioniert. Ja, dann machen Sie das doch endlich. So, Sie müssen ein Handelskonto aktivieren. Und dort können Sie Ihres Geld investieren und Profite verdienen. Und von dem Moment, dass dieses Konto aktiviert ist, werden Sie einen Finanzexperten oder einen Broker haben. Und er wird Ihnen über alles helfen und wird Positionen für Ihr Konto öffnen und schließen und wird Ihnen über alles informieren. Und er ist verantwortlich für alles, was mit Ihrem Konto passiert. So, und unsere Firma gibt Ihnen die Möglichkeit, um... Hallo? Hallo, wieso haben Sie denn aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Warum haben Sie denn aufgelegt? Doch, haben Sie. Nein, ich habe nicht aufgelegt. Wie verarschen Sie? Wollen Sie mich verarschen? Ich habe nicht aufgelegt. Wollen Sie mich verarschen oder wollen Sie einen Spaß machen oder was? So, nein, Sie machen Spaß gerade. Wieso? Hören Sie mich lachen? Ich lache auch nicht. Warum sagen Sie, ja, warum? Ich mache Spaß? Ja, weil Sie sagen, ich hätte aufgelegt. Ich liege nicht auf. Doch, haben Sie aber... Woher wissen Sie denn? Sie meinen zu wissen, ob ich aufgelegt habe. Das stimmt nicht. Ich habe nicht aufgelegt. Schreien Sie nicht, bitte. Ja, Sie schreien doch genauso. So, wolltet ihr das Information haben oder nicht? Ja, ich warte drauf, natürlich. Ja, ihr wartet drauf und dann liegt auf. Ihr wartet drauf. Du hast doch aufgelegt. Sag mal, bist du dumm? Bist du dumm? Halt deinen Mund. Aha. Mhm. Aha, wieder einer der Betrüger. Was sagen Sie? Ja, das habe ich gerade gesagt. Hast du nicht verstanden, ne? Warum Betrüger? Ja, weil du gesagt hast, ich würde auflegen. Du sagst, ich lüge. Wir haben doch aufgelegt. Nein, habe ich nicht. Schreien Sie nicht. Ich schreie noch gar nicht. Willst du, dass ich schreie? So, das war geschrien. Und wollen wir jetzt Geschäfte machen oder nicht? Ja, gut. Wir wollen Geschäfte machen. Na also, dann sagst nicht, ich würde auflegen, obwohl ich nicht aufgelegt habe. Du bezichtigst mich der Lüge. Gut, so. Kann ich weitergehen? Ja, erstmal eine Frage. Was kann ich bei Ihrer Plattform verdienen? Geld. Ja, das Bonus. Ist klasse. Alles. Ja, klasse, dass ich keine Backsteine verdiene, ist klar. Wie viel? Wie war das bitte? Das ist zu laut bei Ihnen, ne? Ein bisschen. Ja, dann machen Sie doch einfach mal die Musik aus. Warten Sie. Jetzt muss ich wieder warten, ja? Ich entschuldige mich. Weil, wofür? Dass Sie mich einen Lügner genannt haben? Nein. Dafür entschuldigen Sie sich nicht. Für die laute Musik im Hintergrund. Und entschuldigen Sie sich auch bitte dafür, dass Sie mich einen Lügner genannt haben? Oder ist das für Sie in Ordnung? Ja, andere? Ich entschuldige mich auch. Gut, also, wie viel kann ich bei Ihnen verdienen? Erstmal, Sie anfangen mit einer sehr kleinen Summe, mit 250 Euro.
Kann ich verdienen 250 Euro? Nein. Ja, das, ich habe das. Ich habe gefragt, Mann, was ich verdienen kann. Ja, Sie unterbrechen mich doch auch. Ich habe klar gefragt, was ich bei Ihrer Plattform verdienen kann. Da möchte ich nicht wissen. Lassen Sie mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden. Sie unterbrechen mich dauernd. Ich habe klar gefragt, lassen Sie mich ausreden. Ich habe klar gefragt, was ich bei Ihrer Plattform verdienen kann und nicht, was ich einzahlen muss. Und ich war das am Antworten, aber du hast mir... Warum duzen Sie mich? Mein Gott, mein Gott. Nein, 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 nein. Gott ist nicht mein Name. Herr Richard, bitte. Nee, das wäre ein Vorname, immer beim Nachnamen. Natürlich, Herr Siebeneicher. Richtig, genau, Herr Siebeneicher bin ich. Ja, richtig, genau. Und nicht Herr Gott. So, was wollen Sie von mir? Das wollte ich gerade immer noch. Wie viel kann ich bei Ihrer Plattform verdienen? Ich habe gesagt, erstmal fangen Sie an mit 250 Euro. Ich möchte gerne wissen, was ich verdienen kann, nicht wie viel ich einzahlen muss. Sie werden 200 Euro Bonus von unserer Firma nehmen. Gut, schön, aber es hat immer noch meine Frage nicht beantwortet. Hallo? Hallo? Ah, habe ich wieder aufgelegt, ja? Ja, jetzt haben Sie mich aufgelegt, haben Sie? Nein, ich habe nicht aufgelegt. Haben Sie so eine schlechte Telefonleitung, dass die Verbindung dauernd abbricht? Herr Siebeneicher, haben Sie keine Eier? Was bitte? Wer sind Sie denn überhaupt? Sie haben eine schlechte Telefonleitung, sagen, ich würde lügen, weil ich auflege, obwohl ich gar nicht auflege. Was sind denn die für eine komische Figur? Verarschen Sie mich nicht. Sie verarschen mich sind doch. Sie haben eine so scheiß Telefonleitung, dass Ihre Verbindung abbricht und der Kunde ist schuld. Was soll denn so ein Blödsinn? Sie wollen ein seriöses Unternehmen sein? Bitte, Herr Siebeneicher, wollen Sie Informationen oder wollen Sie keine Informationen? Ja, warum bricht denn dauernd die Verbindung ab? Sie können ja gar keine Informationen geben. Weil Sie auflegen. Ich lege nicht auf. Verstehen Sie es eigentlich nicht? Soll ich es doch auf einer anderen Sprache sagen? Ich habe nicht aufgelegt. Ja, sagen Sie mir zu mir an eine andere Sprache. Ja, Kakerlakisch. Ich hatte das nicht da auf der Liste. Haben Sie es verstanden? Habe ich. Andere Sprache. Ja, versuchen Sie es doch mal. Welche Sprache sprechen Sie denn? Deutsch. Nee, das ist kein Deutsch, nein. Sie verstehen ja kein Deutsch. Nein. Ich verstehe kein Deutsch. Richtig, richtig. Ja. Welches ist denn Ihre Muttersprache? Sag ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Und Sie wollen ein legales und seriöses Unternehmen sein, ja? Ja. Ja, wollen Sie auch nur sein, ne? Sind Sie aber nicht. Wir sind. Ja, Sie sind seriös, ja? Ja, sehr. Gut, okay. Sie sind ein... Aber wir müssen mit Kunden wie Ihnen arbeiten, wie... Ja, genau. Ja. Natürlich. Sie sagt, Sie sind seriös, ja, ne? Wo sitzt denn Ihre Firma? Deutschland. Ihre Firma ist aus Deutschland. Die Adresse? In Frankfurt. Die Adresse bitte? Wieso wollen Sie die Adresse? Ja, weil jede Firma hat eine Adresse. Wieso wollen Sie unsere Adresse? Weil jede Firma hat eine Adresse. Sie hören mir nicht mal zu. Doch, tue ich doch. Sagen Sie doch die Adresse. Sagen Sie doch einfach die Adresse. Sagen Sie doch einfach die Adresse. Wieder ein dummer Betrüger. Ja, ich lach dich aus. Ich lach dich aus. Genau, weil du so dumm bist. Ihr lasst mich nicht lesen. Doch, natürlich. Du sagst doch gar nichts.
Du sagst, ich bin ein Lügner. Du sagst, komm, schrei doch ein bisschen. Schrei doch ein bisschen. Der dümmste Betrüger. Alter Falter. So ein Arschloch, ich schwöre. Ja, ich schwöre, ey, Alter, ich schwöre. Krass, ich schwöre. Ich komme aus Frankfurt, weiß aber nicht, wo in Frankfurt. Alter, du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich will die Adresse wissen. Ja, wo will ich die? Ja, wo bist du denn hin? Sag mir doch die Adresse. Warum? Wollen Sie kommen? Komm dann. Natürlich, ich will dir aufs Maul hauen, weil du so dumm bist. Oh mein Gott. Ja, genau. Oh mein Gott. Nee, sie mache ich als mein Name, nicht Herrgott. Herr, keine Eier. Herr, keine Eier? Du bist Frau, keine Eier und Frau, keine Gehirn, ja? Ich habe kein Gehirn. Richtig, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Nun hat die komische Betrügerin aus Frankfurt ohne Adresse es dann doch aufgegeben und hat aufgelegt. Und jetzt noch ein Kurzanruf eines Betrügers, der mich immer wieder anruft, um mich zu ärgern, ohne zu wissen, dass er damit immer wieder in meinen Videos auftaucht. Danach noch ein etwas längerer Anruf eines weiteren Betrügers. Auch damit viel Spaß. Hallo? Ja, hallo, schönes Guten Tag, ich bin nicht da, wie geht's Ihnen? Bitte was? Wen wollen Sie sprechen? Herr Richard. Das ist ja ein Vorname. Salbenichtra. Nein, Sieben Eicher. Können Sie nicht lesen? Nein, nein, nein. Ach, Sie können nicht lesen? Nein. Oh, das ist schade, nein, wenn Sie nicht lesen können. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, ja, ich kann nicht. Ja, ist aber schade. Kann, haben Sie denn schade, keine Schule? Ja. In der, haben Sie keine Schule gehabt? Nein, nein, ah, nein, ja, nein. So, und weswegen rufen schade, Sie an? Ja. Wollen Sie jetzt eine Weiterbildung haben? Soll ich Ihnen was beibringen oder weswegen rufen Sie an? Nur fürs Spaß. Nur für Spaß? Ja. Ach, das macht Spaß. Mhm. Mhm. Nur für Spaß. Ja? Wie geht es Ihnen heute? Ah, hervorragend. Hervorragend. Immer wenn ich Betrüger am Telefon habe, lache ich. Aha. Ah, Betrüger. Welcher Betrüger? Ja, dich. Ich? Dich. Okay, wieso denke ich so? Die? Lern doch erstmal Deutsch reden. Hohensohn. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Guten Tag, Herr Richard Siebeneicher. Jo, das bin ich. Ja, mein Name ist Anar Neumann. Ich bin Ihr Kundenberater vom Finanzmarkt. Vom Finanzmarkt? Ich habe da einen Kundenberater? Wusste ich gar nicht. Ja, genau. Wie bitte? Das wusste ich gar nicht. Okay, Richard Siebeneicher. Ja. Jetzt, Sie haben. Hören Sie mich, ja? Ja, schlecht, aber es geht. Okay, Sie haben schon ein Handelskonto in unserer Plattform eröffnet, ja? Und welches ist denn diese Plattform? Sie haben schon ein Handelskonto in unserer Plattform, in Expert Investment. Das, der Plattform heißt Quantum Bitcoin, ja? Oh, Sie dann, haben in dieser Plattform. Da muss ich mal gucken. Ich schaue mal auf Ihre Website, ob ich da drauf war. Wie buchstabieren Sie das bitte mal? Buchstabieren? Ja, den Namen Ihrer Plattform. Ach so, Moment bitte. Ich buchstabiere Ihnen, okay? Jo. Okay, Moment. Suchen Sie das Alphabet. Okay, schauen Sie. Schreiben Sie einfach. Der Plattform heißt I wie Ida. Ja. M wie Martha. Ja. Nochmal M wie Martha. Ja. E wie Emil. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. Haben Sie geschrieben? Ja. Und noch ein Wort, ja? Das ist getrennt. Nee, getrennt in der E-Mail, in einer Webseite kann man nicht trennen. Ach so, ja.
ich weiß, ja, ich beherrsche nicht so gut, wie Sie zum Beispiel deutsche Sprache, ja. Aber ich versuche, meine Aufgabe erledigen. Vielleicht verstehen Sie mich, oder? Ja, aber ich habe es jetzt nur gestehen, immediate. Okay, immediate, at. Bitte was? Verstehen Sie Englisch? Nein, Englisch, ja? Deutsch, Deutsch. Nur Deutsch, ja. Immediate, at. Das kann ich leider nicht verstehen. Sie müssen das Mikrofon nicht so dicht an den Mund machen. Vielleicht höre ich es da was besser. Warum Ihre Stimme klingt so? Vielleicht verspotten Sie mich, oder? Nein, ich möchte nur Ihre Webseite wissen. Ich verstehe Sie schlecht, weil Sie das Mikrofon okay. offensichtlich zu Sie dicht können, am Mund haben. Sie könnten einfach mit. Ja? Hallo. Ich versuche alles Ihnen. Ich verstehe Sie nicht. Ich sage, Sie könnten einfach mich hören, ja? Ich erzähle alles Ihnen im Detail. Ja, dann fangen wir doch mal an mit der Webseite. Hören Sie bitte zu. Ja, ich will hören. Sie sind. Immediate habe ich jetzt geschrieben. Wie geht's weiter? www.immediate und weiter? Ausreichend. Bitte was? Das ist für Sie ausreichend. Nein, ich will doch auf die Webseite. Immediate gibt eine Webseite www.immediate gibt es nicht. Könnten Sie mich hören, Sir? Ja, ich höre doch die ganze Zeit. Ich möchte Ihre Webseite hören. Das können Sie jetzt sagen. Okay, ich habe alles in der Buchstabiert schon. Nein, haben Sie nicht. Sie haben bis jetzt nur immediate buchstabiert. Wie geht's weiter? Okay, ich habe sonst alles, schon alles Ihnen gesagt. Nein. Ich habe schon alles buchstabiert. Immediate, es gibt keine Webseite, die heißt immediate. Gibt es nicht. Ach so. Sie haben von mir der Plattform, in der Sie sich registriert haben, Sie haben diese Plattform gefragt, ja? Ich habe mich auf mehreren Plattformen registriert. Jetzt möchte ich gerne wissen, welches Ihre Plattform ist. Okay. Schreiben Sie Sie könnten einfach unsere Webseite schreiben, ja? Ja, das wollte ich die ganze Zeit haben. Okay, schreiben Sie einfach. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Nein, ich möchte jetzt erstmal Ihre Webseite wissen. Okay, wenn Sie eine E-Mail-Adresse haben, ich sende Ihnen Ihre E-Mail-Adresse, okay? Alle wichtigen Informationen. Ja, ich möchte erstmal Ihre Webseite wissen. Die können Sie einfach buchstabieren oder nennen. Okay, zuerst hören Sie mich bitte. Warum hören Sie nicht? Ich höre die ganze Zeit. Warum reden Sie denn nicht? Wenn ich spreche, Sie brauchen einfach hören. Ja, ich höre doch die ganze Zeit. Ich warte die ganze Zeit auf die E-Mail, die Webadresse. Ach so, wie ein Mensch sind, ja. Bitte was? Hören Sie, ich erzähle alles, okay? Na, bis jetzt haben Sie ja doch nicht mal die Webadresse erzählt. Was sagen Sie einfach? Sprechen Sie ein bisschen deutlicher, ja? Bitte was? Sprechen Sie mit Ihrer Nase, oder? Ich weiß ja nicht, was Sie, haben Sie was am Kopf oder an den Ohren? Ich spreche klares, gutes Deutsch im Gegensatz zu Ihnen. Dann schicken Sie mir doch mal die E-Mail. Schicken Sie mir doch mal eine E-Mail. Okay, ich schicke per. Bitte was? Sie sind abgebrochen. Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Sind Sie eingeschlafen? Sind Sie in ein Schweigekloster eingetreten? Naja, vielleicht wachen Sie ja irgendwann auf. Dann können Sie ja wieder reden. Ich bleib mal dran. Hallo, Herr Stegmüller. Hallo. Jo, sind Sie wieder da? Ich rufe an von Online-Handel.
Onyx Corporation. Ist er noch da? Nee, jetzt nee, er ist raus. Ah, schade. Ich dachte, wir kriegen ihn so noch mal rein. Ah ja. Nach den langen Wartezeiten, in denen er nichts sagte, ist dann Bad Luigi nochmal eingesprungen, in der Hoffnung, den Betrüger zum Reden zu bringen. Aber dann hat der Betrüger einfach aufgelegt. Das waren wieder mal die Perlen der Finanzdienstleistungsbranche in ihrer gnadenlosen Freundlichkeit samt deren hoffnungslos überlasteten Datenverbindungen. Das war also das letzte Mai-Video. Am Sonntag geht's weiter mit dem ersten Juni-Video. Bis dahin habt eine gute Zeit und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.